miteinander, mein Name ist Markus Bauer. Ich bin Tierarzt und der Leiter der Reptilienauffangstation in München. Das heißt, wir arbeiten hauptsächlich mit exotischen Tieren und mit denen, die in der Gesellschaft wenig Lobby haben. Wir haben zwar eine sehr vielschichtige Arbeit, aber grundsätzlich besteht unsere Hauptaufgabe darin, Behörden in Bezug auf exotische und auf gefährliche Tiere beratend zur Seite zu stehen und vor allem die Tiere zu verwahren, wenn sie beschlagnahmt werden müssen, und ihnen dabei ein möglichst gutes Zuhause zu geben, inklusive tierärztlicher Betreuung. Wir haben Tiere, die im Klinikbetrieb nicht mehr abgeholt wurden oder die eingeschläfert werden sollten aus fadenscheinigen Gründen, also nicht krankheitshalber. Und daraus ist eine Organisation entstanden, die sich heute primär als Ansprechpartner für Behörden sieht, aber eben auch Privatleuten hilfreich zur Seite zu stehen versucht, wenn sie ihre Tiere nicht mehr pflegen können. Also ich arbeite nicht ehrenamtlich, meine Kollegen auch nicht. Das hat den Hintergrund, dass wir eben sehr spezifisches Fachwissen brauchen, dass wir rund um die Uhr verfügbar sein müssen und dass wir mit sehr speziellen Tieren zu tun haben. Das geht mit Ehrenamtlern leider nur sehr schwer. Deswegen haben wir Hauptamtliche und Gott sei Dank ehrenamtliche Helfer, die an allen Ecken und Enden hilfreich Hände reichen, wenn es nötig ist. Im Grunde besteht unsere Finanzierung aus mehreren Säulen. Das ist zum einen die Förderung durch den Freistaat Bayern, die uns Grundlagen ermöglicht, aber 4/5 müssen wir selbst verdienen. Das heißt über Spenden, Patenschaften, Führungen, Schulungen und vor allem Rechnungen, die wir für Leistungen an Behörden stellen. Das heißt, wenn wir Tiere verwahren, müssen wir das in Rechnung stellen. Ja, dieser Tierschutzpreis, dass wir den verliehen bekommen, bedeutet für mich im Grunde drei Dinge. Zum einen die Honorierung unseres Lebenswerkes, zum anderen die unersetzbare Arbeit des Teams hier. Ein Chef kann viele Ideen haben, wenn das Team nicht mitmacht, nutzt die Idee gar nichts. Und ich finde es wunderbar, dass dadurch die unglaublich engagierte Arbeit unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter gewürdigt wird. Und als dritter Punkt, endlich sind Tiere, die eigentlich keiner mag, die jeder blöd findet, vor denen jeder Angst hat, in den Fokus gerückt. Und es wird hoffentlich wahrgenommen, dass auch diese Tiere leiden, dass sie unter uns Menschen leiden und dass man ihnen helfen kann.